Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! The Best Arts. Heute geht es um Denko, Zecker und Jinzo und was es zu diesen beiden schnuckeligen Karten zu sagen gibt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ihr habt abgestimmt und das Ergebnis fiel mittelprächtig eindeutig aus. Dunkle Todesfurcht vs. Gods erhielt 25% aller Stimmen, Beastguard Dragon vs. rotäugiger Hiebdrache 20%, der Spiegelkraftdrache vs. Clara und Ruschka Bauchredner-Duo Schlapphöß 7%, Blue Eyes Solid Dragon vs. Exkodiersprecher 10% und Jinzo vs. Denko Zecker ging mit 38% aller Stimmen in Führung und ist dementsprechend Gegenstand der heutigen Folge. Des Weiteren habt ihr darüber abgestimmt, welcher der beiden Karten der letzten Folge The Best Arts als Gewinner gekürt wird und welcher das sein wird, das erfahrt ihr jetzt. Ich habe meine Stimme dem tödlichen Virusdrachen gegeben, da ich der Auffassung bin, dass das Artwork ein stimmigeres Gesamtbild abgibt als der blauäugige alternative weiße Drache. Und 41% von euch waren laut der Abstimmung offenbar derselben Meinung. Allerdings waren 59% von euch der Meinung, dass der Blue Eyes hier an der Stelle den Sieg verdient hat. Dementsprechend ist der Gewinner der letzten Folge Yu-Gi-Oh! The Best Arts mit gutem Vorsprung der blauäugige alternative weiße Drache. Um Jinzo und Denko Zecker. Tatsächlich ein recht interessanter Wettbewerb, da diese Karten zeitlich sehr weit auseinander liegen und konzepttechnisch sowie vom Zeichenstil ein Unterschied wie Tag und Nacht besteht. Wir beginnen mit dem Klassiker Jinzo. Zunächst einmal wollen wir uns anschauen, wie viele Prints die Karte aktuell auf dem Markt hat. Und es sind einige, 14 Stück um genau zu sein. Genau so sieht's aus, also viel zu viele, um sie alle aufzuzählen. Daher seien die wichtigsten hier gelistet. Der Originalprint aus PSV und Secret Rare, die Promo aus der Booster Tin Box ebenfalls als Secret Rare, Dark Beginning sowie Retro Pack beides als Ultra Rare und zu guter Letzt im alternativen Artwork im Anniversary Pack ebenfalls als Ultra Rare. Darüber hinaus haben wir viele Reprints in Gold Rare, Common Rare, Collectors Rare, Starfoil und. Also allesamt Reprints für die schmale Geldbörse. Apropos Geldbörse. Wir kommen zum zweiten Punkt unserer großen Checkliste, dem Wert der Karte. War das nicht eine schnuckelige Überleitung? Also ich finde schon. Also, der Wert der Karte unterscheidet sich bekanntermaßen von Set zu Set. So ist der aus BPT ca. 26 Euro wert, der aus Dark Beginning und dem Retro Pack jeweils 9 bis 10 und 15 bis 20 Euro, aus dem Anniversary Pack ca. 7 Euro und aus PSV unlimitiert ca. 25 Euro und aus Erstauflage satte 120 Euro. Bam! Das nenne ich mal eine Ansage. Und da es sich bei dem in der Folge gezeigten Exemplar um eine deutsche Erstauflage aus eben Pharaoh aus Servant handelt, schicken wir diese auch mit diesem Wert ins Rennen. Normalerweise kosten die in Anführungsstrichen teuren alten Booster Secrets als Erstauflagen zwischen 40 und 80 Euro. Allerdings gibt es ein paar vereinzelte Ausnahmen von Karten, die es halt wirklich geschafft haben, Preise zu erzielen, bei denen es einen bedingt durch die eigene Schreckensflatulenz in die Stratosphäre katapultiert. Das beste Beispiel hierfür ist das dunkle Magiermädchen aus Magician's Force. Die wohl teuerste Secret überhaupt, die man aus einem normalen Booster-Set bekommen kann. Aber um die soll es ja nicht gehen. Jinzo, PSV, erste Auflage 120 Euro. Wir kommen zur Prognose. Selbstverständlich spielt beim Preis nicht nur die Seltenheit eine Rolle, sondern auch die Nachfrage. Und solange die so hoch bleibt, wie sie aktuell ist, beziehungsweise noch weiteren Anstieg erlebt, und das wird sie, wird auch der Preis in die Höhe schießen. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass nicht einmal ein Reprint der Karte in Secret Rare den Preis großartig etwas anhaben könnte. Für Sammler hat und wird diese Karte immer einen Platz im Binder haben, da sie einfach ein großes Stück Yu-Gi-Oh! Geschichte geschrieben hat. Daher fällt meine Prognose absolut zuversichtlich aus.
Der nächste Punkt auf unserer großen Checkliste ist der Druck und das Material. Was mich am Druck der alten Karten unglaublich fasziniert, ist die Tatsache, dass sie so eine Art Abgegriffenheit ausstrahlen. Obwohl sie Nirmens sind, sie wirken wirklich alt und dennoch wunderschön und hochwertig. Man könnte sagen, sie haben Patina. Das ist allerdings meine subjektive Meinung. Rein objektiv betrachtet ist der Druck natürlich qualitativ sehr hochwertig, gar keine Frage, so wie bei fast allen Karten der damaligen Zeit. Allerdings fehlt der Karte etwas, das die heutigen Karten den etwas älteren voraus haben. Und zwar die bessere Folierung. Klar, die heutigen Holo-Effekte sind nicht mehr nur besser bzw. schillernder als damals, nein, sie sind auch nicht ganz so anfällig auf Kratzer wie damalige Karten. Und das ist einer der wenigen Kritikpunkte, der allerdings nicht nur speziell gegen Jinzo, sondern gegen alle Karten der damaligen Zeit gerichtet ist. Sie zerkratzen einfach etwas leichter als heutige Karten. Und speziell bei so wertvollen Karten wie Jinzo wäre das eben sehr ärgerlich. Alles in allem ist die Qualität aber absolut top. Müsste ich Sterne vergeben, wären es 4,5 von 5. Kommen wir also zum Design des Monsters. Jinzo ist so wie viele Karten alter Tage recht schlicht und zweidimensional gezeichnet und er weist nur hier und da kleine Details auf. Alles in allem recht schlicht gehalten, was allerdings von mir als sehr positiv empfunden wird, da ich simplere Artworks nicht nur einprägsamer finde, als beispielsweise diese overdesignten Infernoids, sondern Schlichtheit von mir auch gerne mit Schönheit assoziiert wird. Proportional hat Konami hier alles richtig gemacht. Das Monster nimmt leicht über 50% des Bildes ein und ist eben nicht zu klein geraten. Das Problem hatte Konami speziell zur Sechsel-Ära und hier und da auch heute noch. Sie wollten einfach auf Zwang, auf Teufel komm raus, das ganze Monster auf dem Bild haben. Also vom Scheitel bis zum Nadelpilz. Und das hat bei manchen Monstern, wie beispielsweise Utopia Prime oder dem Angriffswyvern, zur Folge, dass der Hintergrund präsenter ist als das Monster selbst. Harmoniert der Hintergrund mit dem Monster, ist das auch noch vertretbar und gar nicht so das Problem. Ist das Monster dem Hintergrund allerdings farblich zu ähnlich, wirkt das Bild der Karte als Gesamtes einfach langweilig, eintönig und einfallslos. Aber zurück zum Thema. Auch das Farbspiel ist wirklich wunderbar. Die satten Goldtöne harmonieren wunderbar mit dem grünen Rest von Jinzos Rüstung und auch die Idee des Monsters an sich gefällt mir ausgezeichnet. Optimalerweise hebt sich der Hintergrund farblich sehr vom Monster ab und untermalt das Artwork des Monsters selbst, statt ihm die Show zu stehlen. Man kann abschließend zu Jinzo eigentlich nur sagen, dass Konami hier alles richtig gemacht hat. Apropos richtig. Ob Konami auch beim Artwork von Denko Sekka alles richtig gemacht hat, wollen wir uns als nächstes anschauen. Doch bevor wir zur Bewertung von Denko Sekka selbst kommen, schauen wir uns erst einmal die Faktenlage an. Denko Sekka erschien in 4 unterschiedlichen Sets, darunter dem Hauptset The New Challengers, dann im Megapack 2015 und schlussendlich in den beiden Nebensets Battles of Legends Light Revenge und dem vor kurzem erschienenen Duelist Devastator. Schauen wir uns die Werte an. Aus seinem bzw. ihrem, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es sich bei Denko Sekka um ein weibliches Monster handelt, Hauptset an. Aus den New Challengers geht die Karte als Erstauflage schmale 4 Euro, was, wenn man sich den Wert mancher der heutigen Ultra Rares aus Hauptsets ansieht, sogar gar nicht mal so schlecht ist. Aus dem Megapack 2015 geht sie immerhin noch 3,60 Euro, aus Battles of Legends 3,80 Euro und aus Duelist Devastator kostet sie nicht erwähnenswerte 50 Cent. Beeindruckend finde ich den ähnlichen und vor allen Dingen stabilen Wert, den die Karte in Haupt- und Nebensets aufweist. Abgesehen davon ist die Karte, was ihren Wert angeht, allerdings nicht sonderlich beeindruckend. Aber man weiß ja nie, was die Zukunft so bringt, gell? Schauen wir auf die Prognose. Inwiefern Denko Sekka im Anime Relevanz hatte, wage ich nicht beurteilen zu wollen, da ich mich nicht erinnern kann, sie jemals im Anime gesehen zu haben, obwohl ich alles durchgesehen habe. Aber vielleicht ist es ja auch die Demenz, schließlich bin ich ja schon ein alter Mann. Dennoch ist Denko Sekka ähnlich wie Shiranui Solitaire aufgrund ihrer damaligen Relevanz beinahe schon Kult. Und sollten sich Ex-Spieler der jeweiligen Zeitspanne irgendwann dazu entscheiden, etwas Nostalgie verspüren zu wollen, wird Denko Sekka bestimmt eine der Karten sein, die anschließend im Sammelbinder landet. Ich denke, aufgrund der Tatsache, dass Denko Sekka eine recht einprägsame Karte ist, die trotz ihrer in Anführungszeichen Modernität
schon einen Kult darstellt oder eine Kultkarte darstellt, sieht sie, was ihre Relevanz bei zukünftigen Sammlern und ihrem Wert angeht, einer strahlenden Zukunft entgegen. Vorausgesetzt, der Markt wird nicht weiterhin mit Reprints geflutet. Aber ich denke, der letzte Reprint in Duelist Devastator sollte auch wirklich der letzte sein. Ich denke nicht, dass Denko Sekka jemals eine stabile 50-Euro-Karte sein wird. Aber zur Nice-to-Have-Sammelkarte, die sich werttechnisch um die 7 bis 10 Euro dreht und ihre Fans hat, wird es in Zukunft schon reichen. Die Qualität des Drucks ist eher mittelprächtig zu bewerten, da ich finde, dass die Karten aus den New Challengers jetzt nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich hervorragend zu bewerten sind. Kommen wir zum nächsten Punkt auf unserer großen Checkliste. Und zwar dem Design des Monsters. Ist Denko Sekka detailliert? Passen die Proportionen und wie ist das Farbspiel? Denko Sekka ist eine für damalige Zeit herrlich schlicht gehaltene Monsterkarte. Natürlich finden wir das ein oder andere Zierelement, zum Beispiel auf den Schulterpanzern, aber ohne das wäre es ja auch langweilig. Die Proportionen des Monsters sind hier optimal gehalten. Denko Sekka ist, was Proportionen angeht, ich würde fast sagen, nahezu perfekt. Man sieht die Karte bis zur Hüfte, das heißt, Konami fühlte sich ausnahmsweise mal nicht im Zwang, auch die Beine des Monsters aufs Artwork zu quetschen, was ein Segen für das Gesamtbild ist. Das gepaart mit dem schlichten Design des Monsters macht Denko Sekka zu einer wirklich einprägsamen Karte, die einen Wiedererkennungswert aufweist, wie es eigentlich nur Oldschool-Karten aus der Duel Monsters-Ära tun. Konami kann es halt doch, wenn Konami will. Aber Konami will häufig einfach nicht. Wieso? Die Farben. Ja, ich persönlich bin ja der Meinung, dass Konami ein extremer Blaufreund ist. Betrachtet man den Fakt, dass Konami sich beinahe nach jeder Ära dazu genötigt fühlt, eine neue Beschwörungsart einzuführen und das Spiel von Mal zu Mal komplizierter zu machen, hat man das Gefühl, dass Konamis Hang zur blauen Farbe dem Zustand geschuldet ist. Immer schneller, mehr komplexer, mehr schneller, oh, jetzt bremsen wir, halt, wieder schneller, Vollgas. Ja, da bekommt man wirklich das Gefühl, die Verantwortlichen bei Konami haben einen großen Schluck aus der Pulle genommen. Was wohl als nächstes kommt, die Beschwörung im Kreis? Aber ich schweife ab. Auch bei Denko Sekka haben wir wieder unterschiedliche Blautöne mit ein bisschen Weiß und einem Klecks Hautfarbe. Und was soll ich sagen? Es sieht eigentlich ganz hervorragend aus. Passt zum Monster, passt zum schlichten Design, kann man gar nichts gegen sagen. Eine andere Haarfarbe hätte vielleicht noch etwas Kontrast in die Angelegenheit gebracht oder rote bzw. goldene Zierelemente an dem Lendenschutz oder den Schulterpanzern, aber alles in allem auch ohne das ein stimmiges Artwork. Aber der Hintergrund. Ja, ein leidiges Thema. Zunächst der positive Aspekt. Das Größenverhältnis ist, wie sollte es auch anders sein, wenn ich schon erwähnt habe, dass die Proportionen von Denko Sekka stimmig sind, optimal. Aber die Farbe, sie ist dem Monster halt wieder mal zu ähnlich. Den Hintergrund durchziehen hier wieder blau und leichte Weißtöne und hier und da ein Hauch von Rosa. Wisst ihr, ich habe, was die Stimmigkeit zwischen Background und Monster angeht, meine ganz eigene, persönliche und einfache Faustformel. Wenn das Monster hell gestaltet ist, dann sollte der Hintergrund möglichst dunkel sein, beziehungsweise wesentlich dunkler als das Monster selbst. Ist das Monster dunkel designt, so sollte der Hintergrund hell sein, um sich eben vom Monster abzuheben oder abzugrenzen und dieses optisch wirken zu lassen. Es gibt so viele schöne Artworks, die Konami genau aus diesem Grund zumindest optisch abgewertet hat, weil sie manchmal nicht fähig sind, die positive Wirkungsweise krasser Kontraste geistig zu umschließen. Es ist unglaublich. Naja, die sanften Rosatöne der Blüten an den Bäumen im Hintergrund reißen es etwas raus und geben dem Ganzen einen minimalen Kontrast. Das Wahre ist es allerdings nicht. Alles in allem ist Denko Sekka eine erstaunlich schöne Karte, über deren optische Schwächen ich gerne hinwegsehe. Speziell in Secret Rare aus Battles of Legends ist die Karte eine absolute Augenweide. Kommen wir zum Fazit. Egal um welche Auflage der Karte es sich handelt, in den meisten Fällen hat werttechnisch Denko Sekka das Nachsehen. Hier holt sich Jinzo eindeutig den Punkt. Auch was die Prognose angeht, so wage ich zu behaupten, dass Jinzo immer eine relevantere Karte bleiben wird. Es sei denn, Denko Sekka wird aus mir nicht erfindlichen Gründen aus einem ihrer Sets so selten, dass sie plötzlich 200 Euro wert ist, aber das wage ich zu bezweifeln. Zumal die Leute ja heute wesentlich besser auf ihre Karten aufpassen als zu Zeiten von Jinzo, was ein Jinzo aus PSV First in Nier Mint zum Beispiel
immer seltener werden lässt als Denko Sekka. Auch in puncto Prognose hat Jinzo also die Nase vorn. Und wie steht's nun ums Aussehen? Beide Karten sind absolute Schönheiten, jeder auf seine Art und Weise, gar keine Frage. Denko Sekka ist wirklich auch eine wunderschöne Karte, ich persönlich tendiere allerdings eher zu Jinzo, weil er a. ein stimmigeres Gesamtbild abgibt, Stichwort Hintergrund, und er b. für mich eher wie ein Monster aussieht als Denko Sekka. Ich habe meine Artworks gerne sehr makaber oder bösartig und da punktet Jinzo eben für mich persönlich. Soweit zu meiner Meinung. Jetzt seid allerdings ihr gefragt. Ihr wollt das Ganze diskutieren? Unten findet ihr einen von mir erstellten und angepinnten Kommentar, unter dem ihr eure Meinung gerne schildern und diskutieren könnt. Ihr wollt mit mir persönlich quatschen? Dann werft doch mal einen beherzten Blick in die Videobeschreibung. Dort findet ihr nämlich nicht nur meine E-Mail-Adresse, sondern auch den Link zu meinem Instagram-Profil. Und wenn ihr gerne mehr von meiner Sammlung sehen möchtet, dürft ihr euch gerne durch die über 400 Beiträge auf Instagram wühlen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch gerne folgen. Ich bemühe mich jeden Tag mindestens einen Post auf Instagram zu lassen. Im Laufe des heutigen Abends werden wie beim letzten Mal auch zwei Umfragen über die Community-Funktion gestartet, in der ihr zum einen den Gewinner der heutigen Folge küren könnt und zum anderen entscheiden dürft, welche zwei Karten ich in der nächsten Folge gegeneinander antreten lassen soll. Der Gewinner der heutigen Folge wird wie immer zu Beginn der nächsten Folge bekannt gegeben.